Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin, aber ich werde einen Weg rausfinden. Der Himmel sieht gleich aus. Die ganzen Sterne und sogar der Mond. Ich denke mal, dass Chaos Control mich hierher gebracht hat. Ich bin durch den Weltraum gereist. Aber bin ich auch durch die Zeit gereist? Und bin ich der Einzige hier? Sind alle anderen verschwunden? Tja, das werde ich schon noch rausfinden. Ha, das S-Team, hä? Das S muss für Slow Motion stehen. Na, sieh mal an. Sieht aus, als wäre ich in den Berufsverkehr geraten. Oh nein, wie soll ich jemals fliehen können? Hä? Hey, du, das ist gefährlich, unverantwortlich. Was ist, wenn Kinder versuchen, das nachzumachen? Kinder würden niemals mit Formel-1-Wagen Igel jagen. Ja, ich hab einen Namen. Mein Name ist Sonic the Hedgehog. Geben wir unser Bestes. Alles klar, den machen wir fertig und zwar mit Karacho. Bist du bereit? Und wie? Ja, ab die Post! Chaos Control! Hey Leute, was ist los? Los, schmeißt ihr etwa eine Party? Überraschung! Ah, wie nett. Dich kann man einfach nicht überraschen. Diesmal ist es dir aber gelungen. Ich hatte keine Ahnung. Ja, klar. Herzlichen Glückwunsch, Sonic. Hoffentlich schmeckt's dir. Mmh. Und wie? Die sind super lecker. Okay, du komisches Ding. Wenn du keine peinliche Niederlage willst, dann gib lieber gleich auf. Mich zerstören? Ihr mit euren komischen Bärten? Die ganze Zeit habe ich dich allein erledigt und jetzt sind wir zu zweit. Dann habe ich doppelt so viel Spaß an eurer Zerstörung. Lauf weiter! Zeit für Dr. Rührei à la Super Sonic. Hm. Ist noch warm. Zeitreisen. Es war toll, mit dir zu arbeiten. Vielleicht hast du ein paar Tricks für die Zukunft gelernt. Ich meine die Vergangenheit. Du weißt, was ich meine. Kumpel, super. Und du wirst nur noch besser. Hey, es geht los. Hey, Sonic! Genieß deine Zukunft! Sie wird super! Lass die Tiere runter, Dr. Eggman! Was ist das da in den Wolken? Das muss der Hexaglobus sein. Cool. Weniger staunen, mehr landen. Okay, ich kann landen. Aber das wird holprig. Ja, der Sieg ist mein. Genau, der schmutzige Sieg ist mein. Ha, du hast mich ertappt. Also was darf sein, Kleiner? Autogramm? Willst du ein Foto mit mir machen? Oder ein Bissen von diesem lächerlich großen Riesensandwich? Willst du wirklich nicht probieren? Der Rest wird sowieso verschimmeln. Dr. Eggman verklagt mich? Tja, das kann doch echt keiner ernst nehmen. Schuld bin ich allein daran, dass ich so toll bin. Ihr habt es... Tails, ich hab ihn! Den letzten Emerald!
Diesmal bin ich euch einen Schritt voraus. Eggman! Das perfekte Schmuckstück für meine Sammlung. Wie kommst du darauf? Du könntest ihn mir abnehmen. Entscheide, ob du deine Freunde retten willst oder ob du mich daran hinderst, das Schlüsselsteingerät zu benutzen. Einst habe ich allein mit den Emeralds die Zeit beherrscht. In Verbindung mit der Macht dieses Geräts werden die Dimensionen auf Jahre hinaus mir gehören. System wird gestartet. Gerät fokussiert. Wäre dein Plan doch nur so imposant wie dein Schnurrbart, Eierkopf. Oh, danke, Sonic. Weißt du, ich glaube, nach 25 Jahren erbittertster Feindschaft haben wir beide uns doch ein wenig gern gewonnen und... Hey! Dein Plan ist wohl ein faules Ei. Mann, war der gut. Was? Also befreite ich Tails, Tails befreite Knuckles, Knuckles rettete Shadow und Tails rettete Big. Hm? Wo ist Amy eigentlich? Hat sie jemand gesehen? System überladen. Gerät instabil. Dimensionsrichtung auf. Tails, überleg dir einen Plan. Ich bin so schnell, wie ich kann. Ja, ein Plan. Hey, Kahlkopf McNasenhaar, du bist Toast. Rühr Ei auf Toast, wie in Eiermann. Geht es allen gut? Tja, so bin ich nun mal. Na dann, lass uns das beenden, Dr. Eggman. Shadow, du? Savok? Metal? Chaos? Silver, ist alles in Ordnung? Denkst du daran, wie jämmerlich du im nächsten Rennen verlieren wirst? Was? Oh nein, ich denke an etwas anderes. Komm schon, konzentrier dich aufs Rennen. Ich werde dich da draußen ganz schön alt aussehen lassen. Du willst doch gewinnen. Ja, schon klar. Gewinnen. Hast du manchmal auch so ein Gefühl als würde dir ein blauer Igel gleich zeigen, wo der Hase langläuft? Nein, nie. Fahren die Hasen auch mit? Meine Güte, du kannst einem echt den Spaß verderben. Na klar, wenn Eggman heimlich einen Freizeitpark baut, muss ein übler Plan dahinter stecken. Zum Glück kommen seine Geheimnisse aber immer schnell ans Licht. Wow! Übler Plan oder nicht, dieser Ort ist eine wahre Augenweide. Sowas hat's noch nie gegeben. Ich wundere mich nur, wie einfach wir hier reingekommen sind. Ich fasse es nicht. Jemand war so dumm, hier die Schlüssel stecken zu lassen. Es ist fast, als wolle Eggman, dass wir uns hier reinschleichen und alles demolieren. Na, ein Glück. Wenn ich ein Alien wäre und Hilfe bräuchte, wo wäre ich dann? Ich weiß aus Erfahrung, dass man alles, was leuchtet, näher unter die Lupe nehmen sollte. Hey, Tails, du hast den BBAZ verpasst. Hä? Den besten Bosskampf aller Zeiten. Nun, hat dir Jacker neue Infos oder Limericks verraten oder was auch immer er quasselt? Wie eine Art Batterie? Eierkopf, Nasenhaar? Ich lach mich kaputt. Den muss ich mir merken. Den Eierkopf McNasenhaar finden, natürlich. Ich nenne ihn ab jetzt McNasenhaar. Da sind die Generatoren. Es wird immer schwerer und schwerer, die Dinger zu finden. Eggman! Ich werde diesen Planeten retten. Und ich werde diese Aliens befreien. Kein Urheberrechtsgesetz des ganzen Universums wird mich davon abhalten. Ergib dich einfach. Und wir sparen uns eine Menge Zeit, kaputte Roboter.
vernünftig reden. Ja. Mann, ich bin an so vielen Fischen vorbeigerannt, dass ich jetzt Lust auf Sushi habe. Ob Eggman wohl auch an eine ordentliche Sushi-Bude für seinen Park gedacht hat? Hey, hat hier jemand eine Tracht Prügel bestellt? Bist du ganz sicher? Hier steht, jemand hat eine extra große Tracht Prügel mit allem bestellt. Na gut, folgendes. Ich kann das nicht an die Küche zurückschicken, also kriegst du die ganze Tracht Prügel umsonst. Ich hoffe, du hast Hunger. Die Spur der Emeralds endet hier, ja? Mal sehen, was sie angezogen hat. Tails? Amy? Puh. Außer mir kam wohl keiner daraus. Was auch immer das war. Puh. Hallo? Schlüssel, hä? Immerhin besser als Nager. Heißt das, ich kann meine Freunde retten? Finde die Chaos Emeralds. Vernichte die Titanen. Reiß die Grenzen zwischen Dimensionen ein. Ja, okay, sicher. Aber wie wär's mit etwas Kontext? Hallo? Na schüss. Das ist eine vage Anweisung als keine. Na dann los. So's.